Hallo und herzlich willkommen. Das ist CypherPolex und für das heutige Video müssen wir mal einen Charakter besprechen, den viele unbedingt zurückhaben wollen und andere vehement ablehnen. Es ist natürlich schwierig und ich verstehe völlig den Konflikt. Einerseits natürlich wünsche ich mir Edel auch zurück, es ist ein cooler Charakter und eine extrem interessante Teufelsfrucht. Natürlich kommt auch sein Mantra hinzu, was noch extrem stark ist. Dann natürlich das damals erklärte Haki, was natürlich in neuer Form jetzt auftreten kann. Und dementsprechend kann man wahrscheinlich Edel sogar Future sein zuschreiben, was wirklich interessant ist. Dementsprechend hoffe ich schon, dass er zurückkommt. Andererseits finde ich es auch etwas schwierig. Klar, zu damaliger Zeit musste One Piece so geschrieben sein, dass Ruffy nun mal seinen Feind besiegt. Und wir haben bei Crocodile gesehen, es gibt halt dann Möglichkeiten, ihn im Nachhinein neu zu inszenieren und zu zeigen, was er wirklich kann. Ich meine ganz ehrlich, Ruffy hat damals Crocodile besiegt, stimmt, bei Marineford sah aber Crocodile extremst mächtig aus. Und was er da alles geleistet hat, war der absolute Wahnsinn. Er hat sich gegen Whitebeard gestellt, er hat da Kaido angegriffen und er war halt immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat sich sogar Mihawk in den Weg gestellt. Und ich meine, wenn wir die Stärkerelation betrachten und den Faktor, dass Ruffy ihn damals besiegt hat, mit durchziehen, dann ist es etwas strange, dass Crocodile da zum Stande ist. Dennoch hat man ihn perfekt neu integriert, finde ich, und es ist nicht negativ aufgefallen, dass er halt jetzt deutlich, deutlich stärker ist und wahrscheinlich sogar in Relation zu Ruffy etwas stärker sein könnte, zumindest bei Marineford. Natürlich ist es bei Enel etwas komplizierter, muss ich sagen. Ich meine, Ruffy ist ja von Natur aus resistent gegen Elektrizität, was natürlich auch vollkommen legitim ist. Ich meine, an Betracht dessen, dass er aus Gummi besteht, macht das natürlich Sinn. Aber man hat natürlich dann auch die Resistenz gegen Feuer durch Willenskraft begründet. Und weil das hier nicht Upper Red ist, finde ich das etwas schwierig, das so zu begründen. Es gibt natürlich noch diese andere Methodik, dass man es ein bisschen mit Sanwa und Kong in Verbindung bringt. Und dementsprechend kann man es hier ein bisschen mehr ausführen, weil er auch eine Resistenz gegen Elektrizität und Feuer aufweisen kann. Dazu hat aber mein Kollege Makanko ein gutes Video gemacht, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Heute gehen wir natürlich nur auf Enel ein und ich will damit eigentlich nur erklären, dass es etwas komplizierter ist, den in die Story zu integrieren, weil natürlich schon vieles passiert ist und weil auch die Stärkerelation ist extrem strange ist. Einerseits kann man sagen, okay, er besitzt eine Naturlogia-Frucht, unglaublich mächtiges Haki und ist ein Top-Kämpfer, der wahrscheinlich auch über viele Bestandteile der Weltgeschichte informiert ist. Andererseits muss man sagen, okay, Ruffy hat ihn damals besiegt und hat er auch noch nie wirklich starke Gegner gehabt. Dementsprechend, wie soll man integrieren? Kann man ihn jetzt irgendwie auf die Stufe von einem Admiral setzen, weil Elektrizität ist halt nun mal eine mächtige Konstante, deswegen muss man ihn ja irgendwie auch hochranken. Oder kommt er dann irgendwie nur an den zweiten Kommandanten von den Kaisern, jetzt als Beispiel. Es ist kompliziert, trotzdem wird man ihn integrieren wollen. Klar, einerseits wollen natürlich die meisten Zuschauer Enel sowieso zurück und andererseits gab es halt nun mal auch diese Coverpage-Story auf dem Mond. Das heißt, früher oder später wird er zurückkehren. Und im heutigen Video werden wir natürlich besprechen, wie er zurückkommen wird, in welcher Verbindung er zurückkommen wird und welche Informationen er mitbringt, weil es sehr, sehr, sehr interessante Fakten gibt und das will ich natürlich heute alles mit einbeziehen und dementsprechend wird das heutige Video halt ein Edelvideo sein und natürlich die komplette Erklärung, wie er zurückkehrt und was genau dann passieren wird. Und natürlich, ihr kennt das. Bevor wir mit dem Video starten, meine gesonderte Erwähnung geht heute an Lion the Dragon. Dankeschön für deine Unterstützung und natürlich weiterhin Dankeschön an euch da draußen. Freut mich wirklich, dass sich mein Content so zusagt. Es ist Wahnsinn, wie schnell wir uns entwickeln und es ist natürlich cool zu sehen, wie das immer weiter ansteigt und wir größer werden. Gefällt mir sehr, auch als Community. Dankeschön. Im Namen der Gerechtigkeit, in nomine Justitia, viel Spaß mit dem Intro. Die entscheidende Frage zu Anfang ist natürlich erstmal, muss man Enel überhaupt zurückholen? Die Antwort ist ja, man muss ihn tatsächlich zurückholen. Nicht unbedingt ihn als Charakter, aber die Informationen, die mit ihm verbunden sind, sind nun mal essentiell wichtig. Und wir haben halt keine konstanten Charaktere auf dem Mond. Das heißt, Enel ist der einzige Faktor, der uns diese Informationen liefern kann. Und das könnte unglaublich präsent werden. Wir wissen natürlich, wir hatten ursprünglich vermeintlich drei Rassen. Wir hatten die Shantia, die Bürker und die Lunarier. Ich bin der Meinung, dass sich die Bürker und die Shantia aus den Lunariern raus entwickelt haben. Bedeutet, der Ursprung ist wirklich Lunaria. Und aus diesem Ursprung haben sich halt dann über Generationen hinweg evolutionär bedingt in Anführungsstrichen schlechtere Rassen entwickelt, die bestimmte Charakteristika noch mitnehmen, andere aber dann abgeworfen haben. Natürlich haben sich dann entsprechend die Flügel zurückentwickelt, trotzdem sind sie vielleicht körperlich irgendwie anders gepolt und bestimmte haben dann auch entsprechende Kräfte entwickelt. Deswegen ist es natürlich hier auch sehr interessant, muss man sagen, dass man jetzt zum Beispiel den Enel mit einer Blitzfrucht betrachten kann und er sich natürlich dann auch seine Flügel entsprechend entfernt hat. Wie gesagt,
Ich glaube auch bei den Lunariern, dass man nicht unbedingt dieses eine Charakteristikum mit den Flammen hat, sondern das ein bisschen weitreichender gestricken kann, nach dem Motto, dass es auch andere bestimmte elementare Fähigkeiten gibt oder darüber hinaus sogar, die dann mit diesen Leuten einhergehen. Das heißt, sie haben von Natur aus einfach überlegene Kräfte, die man vielleicht sogar mit Teufelsfrüchten gleichsetzen kann. Interessanterweise haben wir gesehen, die Flammen von King dienen als perfekte Verteidigung. Es stimmt, in puncto Schnelligkeit ist er durch diese Flammen eingeschränkt, aber in puncto Verteidigung ist er wohl einer der stärksten Charaktere. Wir haben bereits gesehen, selbst ein Zorro hatte Probleme, sich ihm in den Weg zu stellen. Und hätte Zorro nicht irgendwann diese Fähigkeit durchschaut, wäre es für ihn sogar schwierig geworden, einen King zu besiegen. Sehr interessanter Faktor bedenkt man hier vor allem, dass diese Verteidigung omnipräsent ist, solange er diese Flammen nur aufrechthalten kann. Und wie wir bis jetzt gesehen haben, zählt das nicht so wirklich an seinen Kräften, sondern wie gesagt, büßt halt nur seine Schnelligkeit ein. Und natürlich darüber hinaus haben wir halt auch noch die Shantia und die Birke. Und hier haben wir natürlich Rassen, die sich halt, wie gesagt, aus den Lunariern raus entwickelt haben. Heißt natürlich nicht, dass sie in irgendeiner Form schlechter sind, sondern einfach nur evolutionär bedingt sich zurückentwickelt haben. Könnte auch von Vermischungen resultieren oder natürlich andere Faktoren mit einbeziehen. Deswegen gibt es zwar diese eine Steintafel, wo da drei Rassen verzeichnet waren, trotzdem denke ich, dass es einfach noch eine andere Rasse gibt, die ja noch nicht gecancelt wurde oder vielleicht schon ausgelöscht ist. Trotzdem der Ursprung sind die Lunarier. Gerade auch, weil diese Steintafeln gezeigt haben, dass sich diese Rassen ziemlich ähnlich sehen. Das bedeutet, man müsste so ein bisschen eine Abweichung gestalten, zumindest minimal, wenn man hier irgendwie einbeziehen will, dass die Lunarier im Prinzip mit den anderen Rassen gleichgesetzt werden. Das heißt für mich ganz klar, es gibt eine ursprüngliche Rasse und daraus haben sich wahrscheinlich drei Rassen entwickelt. Nur fälschlicherweise, weil wir die dritte Rasse noch nicht kennen, gehen wir davon aus, dass es Lunarier, Birka und Shantia gibt und dass das diese drei gezeichneten Rassen waren. Und diese Informationen sind natürlich sehr präsent, wenn wir diese Choibo-Thematik mit einbeziehen. Wir haben auch gesehen, dass sich dort jemand befindet am Anfang dieser Steintafel, der so ein bisschen an Enel angelehnt ist. Es ist wohl eine Figur mit einem Stock und dieser Stock erinnert natürlich an Enel. Weil Enel hat witzigerweise dieselben Kennziffern bzw. dieselben Zeichen auf seinen Trommel drauf und darüber hinaus trägt er natürlich immer einen Stab bei sich. Es gibt bestimmte Parallelen, ich finde es hier nur interessant, dass man vielleicht sogar mehr Parallelen finden kann. Das könnte auch im Rückschluss bedeuten, dass diese Choibo-Legende etwas weitreichender ist, als das viele vermuten. Fälschlicherweise gehen viele Leute immer nur davon aus, dass es nur einen Choibo geben kann. Mit Choibo meine ich natürlich im Prinzip nicht die Reinkarnation an sich, also dass jemand im Prinzip die Wiedergeburt von Choibo ist, sondern dass es ein Mythos ist, der sich ein bisschen weiter verbreitet. Das heißt, es könnten prinzipiell mehrere Leute in diese Fußstapfen treten. Diese Legende muss nicht unbedingt auf eine Person zugeschnitten sein. Das heißt, im Prinzip könnte man das Ganze auch erweitern. Man hätte zum Beispiel Waffi als Symbol dafür, dass man so eine Art Nika-Thematik halt dann fortführen kann. Und diese Nika-Thematik ist sowieso ein bisschen schwieriger, weil Huishu hat beschrieben, dass diese Legende von Nika besagt, dass es wirklich einen Befreier der Sklaven gibt, einen Lichtbringer gibt. Und das Ganze kann man natürlich einerseits auf Choibo zuschreiben und natürlich hat er auch diese Legende im Prinzip erfüllt. Andererseits kann man es auch ein bisschen weiter stricken, wenn man hier einfach die Theorie aufstellt, dass es sich dabei um mehrere Personen handeln könnte. Natürlich, Choibo war im Prinzip halt eine klare Person, die diese Nika-Thematik erfüllt hat, also diese Legende auch erfüllt hat. Buffy tritt halt jetzt in Choibos Fußstapfen. Wenn man das aber, wie gesagt, etwas größer gestaltet oder in einem größeren Ausmaß sieht, auch aufgrund dieser Zeichnung natürlich, wird klar, da könnten mehrere Leute auftreten und auch präsent werden. Und ich glaube natürlich auch, dass es hier unterschiedliche Methodiken gibt, um diese Legende fortzuführen, weil es kann ja nicht sein, dass es hier perfekt verankert war und man wirklich das gänzliche Ausmaß der Zukunft kannte. Das heißt natürlich, dass man bestimmte Attribute mit einbezogen hat und natürlich bestimmte Leute diesem Charakteristikum entsprochen haben. Und das könnten hier Leute sein, wie zum Beispiel Enel, der natürlich auch aufgrund dieser Zeichnung in diese Legende passt. Bei Buffy wissen wir es natürlich aufgrund dieser Choibo-Thematik. Blackbeard ist natürlich auch noch ein absolut präsenter Faktor, gerade wenn wir bedenken, dass er im Prinzip als direkte Relation zu Buffy dient und diese Mondgott-Thematik zum Beispiel erfüllen könnte. Heißt es natürlich auch ganz klar, es gibt überall Fragmente dieser Legende. Und ich glaube halt, dass da wirklich noch brisante Informationen sind, die wirklich nur Enel hat. Und aufgrund dieser Zusammenführung der Informationen wird man erst das komplette Ausmaß der Geschichte kennen. Und so schafft man es erst, diese Prophezeiung wirklich zu lesen und auch für sich erkennbar zu machen. Im Prinzip ist Enel dann einer der nützlichen Faktoren, die es gibt, weil er der Einzige ist, der nun mal präsent auf dem Mond ist und diese Information mit sich bringen kann. Deswegen muss man nicht unbedingt wegen seiner Stärke oder weil er halt ein liebgewonnener Charakter ist, zurückbringen, sondern einfach aufgrund dieser Information. Und für mich ist natürlich eine perfekte Methode, um einen der Supernova mit einzubeziehen. Ich hatte bereits ein Video dazu gemacht, dass man eben Bonnie mit Mary Cho in Verbindung bringt, aufgrund natürlich der Sachen, die mit Kuma passiert sind, dass sie halt auch vor Ort war und wahrscheinlich halt mit den Kommandanten der Revolutionsarmee entkommen ist. Und hier habe ich natürlich die andere Möglichkeit,
dass man hier Urush mit einbeziehen kann. Bei einer Sache ist klar geworden, in den letzten Arcs hatten wir immer wieder Supernova dabei. Und natürlich gibt es halt noch eben gerade diese beiden, die noch in keinster Weise wirklich präsent geworden sind. Klar, hier und da hatten wir mal ein paar Fragmente, eben dass Bonnie ihren Auftritt auf Mary Choa hatte oder dass Urush wohl gegen Snake gekämpft hat und auch gewonnen hat und erst Cracker ihn dann aufhalten konnte, was natürlich auch nochmal für seine Stärke spricht. Und andererseits hatten wir ihn halt auch kurz gesehen, als man Kaido eingeführt hat, war natürlich auch sehr interessant und eben dort befand er sich eben auch auf einer Himmelsinsel. Und für mich ist es halt hier auch wieder eine coole Verbindung, wenn man das damit auch irgendwie noch zusammen konstruieren kann, weil im Prinzip kann er halt auch einige Informationen besitzen, die vielleicht auch mit dieser Geschichte einhergehen. Und ich glaube halt, dass dieser zentrale Treffpunkt tatsächlich Elban sein wird. Deswegen ist es für mich hier absolut legitim, dass man Elban so nutzt, um halt diverse Charaktere zusammenzuführen. Ich hatte ja bereits Videos auch zu Shanks und Blackbeard gemacht, wo ich auch nochmal diese Verbindung geknüpft habe. Im Prinzip ist Elban der Schlüsselpunkt. Wir haben noch nicht diesen großen Krieg. Das heißt, One Piece ist zwar bis zu einem gewissen Zeitpunkt schon sehr weit fortgeschritten, dennoch fehlen noch einige Aspekte für diesen richtigen großen Krieg, also für diesen letzten Krieg, der im Prinzip alles verändern wird. Und der wird wahrscheinlich dann auch in Echtzeit Jahre gehen. Dennoch gibt es bestimmte Sachen, die einfach noch nicht erfüllt sind. Bei Shanks hatte ich es schon gesagt, dass im Prinzip sein Tod auf Elban ein Indikator dafür ist, was als Auslöser dienen wird, um Waffys Verwandlung zu vollenden. Andererseits gibt es natürlich noch Informationen, die hier präsent sind. Und diese Informationen müssen zusammengeführt werden. Und das kann man eben mit Hilfe von Enel und Urush perfekt machen. Man hat einerseits diese Informationen eben von Mond, dann hat man diese Himmelsinseln. Urush kann man natürlich immer damit in Verbindung bringen, auch als Kontrahenten oder Verbündeten von Enel natürlich. Die Verbindung ist ja sowieso relativ klar. Dementsprechend kann man dann wirklich diese Charaktere zusammenführen und Elban dafür perfekt nutzen. Das heißt, im Prinzip ist Elban der zentrale Schlüsselpunkt, um diese Ereignisse fortzuführen. Man kann natürlich hier davon ausgehen, dass man sowieso einiges an Informationen jetzt bekommen muss. Und andererseits natürlich muss Waffy jetzt auch mal infotechnisch voranschreiten. Er kann jetzt immer weiter gegen Kaiser kämpfen oder sich immer weiter stärketechnisch auf ein neues Niveau bringen. Aber er muss auch irgendwo mal seiner Geschichte bewusst werden und er muss auch irgendwie auch mal seine Prophezeiung kennen und diese auch erfüllen. Das heißt, man muss Elban dafür nutzen und so kann man hier Enel perfekt in die Story zurückbringen, indem man diese Kette an Informationen auf Elban zusammenführt, Blackbeard mit einbezieht, Shanks mit einbezieht, Enel, Urush. Somit hätten wir dann auch potenziell Antagonisten, Protagonisten, potenzielle Verbündete. Man könnte Urush wieder in die Story einbeziehen. Das wäre perfekt und man braucht sowieso bei den Arcs einen Supernova. Und auch wenn jetzt zum Beispiel Law mit von der Partie sein wird, das hatten wir bereits schon seit Arcs jetzt, deswegen macht das jetzt keinen Unterschied. Und ich denke mal, Kid wird sowieso seinen eigenen Weg gehen. Und deswegen ist das hier die perfekte und auch eine der letzten Möglichkeiten, um Urush zu etablieren. Und deswegen kann man auch parallel eben den Mary Choa Arc starten und dort halt Bonnie involvieren. Und somit hätten wir auch die letzten Supernovas nochmal in die Story mit eingebunden. Und dann haben wir wirklich alles, was für den großen Krieg dienlich ist. Und so ist es für mich die perfekte Methodik, um Enel zurückzuholen. Aber was denkt ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare, auch wenn euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da, wenn euch mein Content generell gefällt. Ansonsten ist dir nichts mehr hinzuzufügen. Im Namen der Gerechtigkeit, in nomine Justitia. Bis dato, bis zum nächsten Mal.